Walter Freiwald will Dschungelkönig werden und die SPD hat dazu was mitzureden. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und von euch, das weiß ich ja, guckt keiner RTL. Aber es gibt Menschen, die haben das Dschungelcamp in den vergangenen Tagen geschaut und die haben auch schon mal was von Walter Freiwald gehört. Walter Freiwald ist eine Person, die dort gerade im australischen Dschungel sitzt und sich feste vorgenommen hat, Dschungelkönig zu werden. Und Walter Freiwald wollte noch so anderes werden. Zum Beispiel wollte er gerne Bundespräsident werden und hat sich damals, 2010, bei der SPD beworben mit einer E-Mail: Ja, ich möchte Bundespräsident werden, bitte nominiert mich. Und damals hat die SPD ihm auch abgesagt, weil sie gesagt haben, nee, wir haben uns schon auf Joachim Gauck committed. Wir wollen, dass Herr Gauck Bundespräsident wird, der es dann letztlich auch geworden ist. Und jetzt hat die SPD in Person von Generalsekretärin Jasmin Fahimi diese alte Bewerbung von Walter Freiwald wieder rausgekramt. Der hatte sich offenbar über die Webseite spd.de beworben. Da kann man ein Kontaktformular ausfüllen. An Sigmar Gabriel ging das damals. Und unten drunter, und das ist das Spannende, rechtlich Spannende, stand: Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden. Ja, nein. Und Walter Freiwald hat da angekreuzt, nein, das ist nachher geschwärzt worden, aber da gibt es noch Original-Screenshots, die im Netz rumschwirren von der ursprünglich von Jasmin Fahimi geposteten E-Mail. So, und da frage ich mich doch, naja, wenn so eine Anfrage kommt, die ist abgelehnt worden, der E-Mail-Verkehr ist abgewickelt worden und die Bewerbung ist nicht angenommen worden und er sagt, Datenspeicherung nicht zulässig, wie kann dann 4,5 Jahre später so eine E-Mail im Netz auftauchen? Ja, geht gar nicht. Das ist ein Datenschutzverstoß, der hier seitens der SPD begangen worden ist. Und das ist leider ein sehr klarer Datenschutzverstoß. Finde ich ziemlich unprofessionell, wenn eine Partei, die sich im Prinzip für Datenschutzrecht ja einsetzt, dann selber so mit dem Datenschutzrecht umgeht, um Effekthascherei zu betreiben. Davon losgelöst muss man sich die Frage stellen, ist so ein Veröffentlichen privater Bewerbungsunterlagen denn eine Persönlichkeitsrechtsverletzung? Kann es sein? Ja, wenn jetzt zum Beispiel der Lebenslauf von Walter Freiwald veröffentlicht worden wäre. Aber für jemanden, der sich ins Dschungelcamp begibt, dort Känguruhoden isst und da groß ausplaudert, dass er sich bei der SPD beworben hat, um Bundespräsident zu werden, muss man wohl sagen, ist es kein Schaden, der ihm entstanden ist, nur weil diese Bewerbungs-E-Mails jetzt im Netz aufgetaucht sind und die SPD bestätigt hat, ja, das ist echt, was er da im Dschungelcamp behauptet. Also Persönlichkeitsrechtsverletzung nein, Datenschutzverstoß ja und moralisch ohnehin ziemlich verwerflich, wenn eine Partei, die sich für Datenschutz einsetzt, dann Mails bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag speichert und von irgendwelchen Praktikanten dann die Mails vielleicht wieder raussuchen lässt. Euch danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.